Oh, der ist jetzt schon im Raum. So viel zu verarscht. Ich glaube, der verarscht mich gleich. Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu Five Nights at Kenny's 2. Und die dritte Nacht. Wir haben die ersten zwei Nächte geschafft. Bin gespannt auf die dritte. Wir kriegen unseren dritten Animatronic, denke ich mal, der jetzt wieder neue Gameplay-Elemente einführt. So, bin gespannt. Der Tisch ist immer noch dreckig und wir kriegen keinen neuen Tooltip. Okay. Schon mal interessant. Sind hier schon wieder auf Tour? Nix. Oh, Candy ist da. Candy ist da. Nicht gut. Jetzt haben wir zwei Spieler, um die wir uns kümmern müssen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Das wird... Oh, sein Arm ist komplett kaputt. Sein Arm ist richtig kaputt. So, wo seid ihr jetzt alle? Oh, shit. Oh, shit. Chester, geh weg. Fuck, ey. Okay. Es wird super kompliziert, ey, wenn ihr mich fragt. Oh, okay. Was war das? Was war das? Telefon. Who the fuck war das? Das ist ein Sicherheitssystem kaputt gemacht. Das war komplett weird. Das war weird. Wo ist er? Da. Okay, das geht jetzt richtig ab. Oh nein, ich spiele allein. Okay, bei dem muss ich wegklicken. Neuer Animatronic. Der ist creepy. Jetzt gehen wir nach links. Gehen wir nach links. Danke. Geht doch. Ich finde, das ist saukompliziert geworden. Jetzt, wo zwei rumrennen, Cindy und Candy, da war er da schon wieder. Wo ist er? Wir haben gleich zwei neue Animatronics bekommen in dieser Nacht und das ist schwierig. Bei den einen müssen wir noch schnell genug wegklicken. Das. Okay, da war er wieder. Sollte bisher kein Problem sein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mach das Telefon kaputt, danke. So, Chester. Chester ist weg. Okay, es wird stressig. Es wird stressig. Erinnert mich an Five Nights at Freddy's 2. Oh nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, die steht schon wieder hier. Gott, die sind so flott. Die sind so flott. Kenny sieht richtig kaputt aus. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Da ist er. Mit seinem Schlips. Und wo ist das? Da ist das. Nein, 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 nein. Oh. Der ist gefährlich. Ich finde, der ist gefährlich. Ich weiß nicht, wer das ist. Man sieht nur das Gesicht und das sieht komplett kaputt aus. Oh, oh. Sehen die? Nicht. Scheiße. Puh. Es wird stressiger. Weg mit dir. Stressiger und creepiger. Rechts irgendwo. Da. Chester. Solange wir ein Telefon am Klingeln haben, ist eigentlich alles okay. Ich glaube, die kommen nicht zu mir. Oh, Chester, weg mit dir. Ich habe bisher noch keinen Jumpscare gekommen und ich habe Angst davor. Ehrlich gesagt, wenn so ein richtiger Jumpscare mal richtig reinhaut, dann wird's böse. So, Chester, auch weg. In jedem da. Oh Gott, der ist schon wieder hier. Du hast gerade erst das Telefon kaputt gemacht. Danke. Zwei Telefone sind kaputt. Langsam wird's eng. Nee, 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 nee. Solange wir ein Telefon klingeln lassen, ist alles gut. Alles gut. Noch ist alles gut. Wir haben es 5 PM. Es hat 5 PM geschlagen. Es ist PM, nicht AM, ne? Das muss ich auch erstmal dran gewöhnen. Sonst ist es immer AM. Ich werde langsam echt nervös. Ich werde nervös, weil... Oh, nee. Welches lassen wir klingeln? Das hier. Hier kann ein Fehler ja schon ziemlich schnell enden, weil man muss schon aufpassen. Das ist nicht schlecht. Oh, weg mit dir. Gelingelingeling-Spiel ist das. Oh, die 5 PM sollte jetzt bald vorbei sein. Oh, mach das Telefon noch nicht kaputt. Chester auch weg. Jetzt, come on. Jede Sekunde. Jetzt. Bam. Dritte Nacht im ersten Try geschafft. Ist nicht so schwer, das Spiel. Noch nicht. Ich bin mal gespannt. Die siebte Nacht bei, hier, Five Nights at Kenny's 1, die war super hart. Ich glaube, die kann man nicht mal schaffen. Das hat bis heute keiner geschafft. Zumindest mit der neuesten Version nicht. Und wir sind jetzt blank. Wir müssen was aufsammeln. Okay, wir sind blank. Und der... New Candy and Cindy. Okay. Es gibt New Candy and Cindy? Wir müssen Papiere aufsammeln und da ist ein Fanarzt drauf. Nicht schlecht, okay. Ich meine, selbst Animatronics kriegen Fanarzt. Ist auch nicht... Waren die Stühle vorher nicht rot? Waren die nicht rot? Hä? Waren die nicht erst eine rot? Wo ist Chester? Chester wurde auseinandergerissen. Das Layout sieht auch ein bisschen anders aus, oder? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ach nee, die Türen waren einfach nur zu. Hier ist noch ein Zettel. Oh, Band, yeah. Das ist Cindy und Candy gewesen, aber Chester ist nicht da. Und Blank wird auch nie erwähnt. Der Arme, der wird immer ausgelassen. Oh, das heißt, in der vierten Nacht kriegen wir gleich Blank. Neuen Zettel und für Blank. Ah, da haben die ihn angefangen rumzumalen. Okay, Spiel, das heißt, und vorbei. Wir machen direkt weiter mit der vierten Nacht. Okay, bin gespannt. Ihr neuer Animatronic, neues Gameplay-Element. Okay, wir kriegen auf jeden Fall kein Tutorial, was das angeht. Das heißt, wir lassen uns überraschen. Aber wir fangen mal mit Telefonaten an. Ich muss hier telefonieren.
Für Geräusche. Die waren vorher nicht zu hören. Warum hört man Geräusche? Die waren vorher nicht da. Irgendjemand hat die Kamera kaputt gemacht, obwohl da keiner drin war. Okay, bisher sehe ich keinen neuen Animatronic. Es sind immer noch die gleichen wie in Nacht 3, nur ein bisschen vielleicht angepisster. Ich habe gerade einen Geist gesehen. Habt ihr das gesehen? Aber so viele Millimeter, glaube ich, sind die zu sehen. Wahrscheinlich kurz bevor die hier weggegangen ist. Okay, wir haben es. Okay, die vierte Nacht ist nicht sonderlich anders. Auch vom Schwierigkeitsgrad würde ich jetzt nicht sagen, dass es großartig anders ist. Das Einzige, was anders war, sind die Fußschritte gewesen am Anfang. Und direkt die nächste Telefonate, weil Candy steht. Danke. So, Candy ist beruhigt, ist auch beruhigt. Oder ist das vielleicht Blank, der da die ganzen Kameras kaputt macht? Das ganze Sicherheitssystem. Zack, reißt er das Telefon aus der Leitung. Dummer Aff. Oh, der steht schon wieder. Der ist so schnell, ey. Aber da steht schon Cindy. So, so rum. Wir haben es 3 p.m. Läuft bisher ganz okay. Läuft ganz okay. Keine besonderen Ereignisse. Ab und zu mal Chester taucht auf. Und bisher ganz okay. Ich freue mich schon auf die sechste Nacht. Die wird bestimmt hart. Oh, Chester ist wieder irgendwo. Da. Candy fühlt sich wahrscheinlich verarscht. Jedes Mal, wenn ich ein Telefon klingeln lasse, läuft er dahin und dann höre ich auf zu klingeln. Oh, der ist jetzt schon im Raum. So viel zu verarscht. Ich glaube, der verarscht mich gleich. Das hier. Schlägt 4 p.m. und es läuft bisher gut. Es bildet sich eine kleine Routine und Chester wird ehrlich gesagt nervig. Kommt recht häufig. Komm weg. Willst du wieder hoch? Komm, wir gehen wieder da hoch. Fuck. Die machen Telefone kaputt. Links und rechts, ey. Ich hatte bisher noch keinen einzigen Jumpscare. Was finde ich ein bisschen schade, aber andererseits bin ich auch nicht sonderlich scharf drauf, ehrlich gesagt. Aber, ja, wäre trotzdem nicht schlecht, mal einzusehen, wie das so aussieht und wie das reinhaut auf jeden Fall. Aber dann hättet ihr auch einen Jumpscare zum Gucken. Aber es ist halt 5 PM. Die letzte Stunde hat geschlagen. Man sollte jetzt eigentlich auch locker durchgehen. Ey, die machen die Telefone kaputt. Wir werden langsam pisst, glaube ich. Es ist auf jeden Fall deutlich schneller geworden. Also die kommen schneller, gehen schneller und Chester kommt auch häufiger. Das ist der ganze... Wo ist er? Da ist er. Geh hoch, Cindy. Danke. Geh nach links. So, ich glaube nur noch 30 Sekunden oder so circa. Dann sollte das hier locker durch sein. Wo ist Cindy? Das Telefon klingelt, das heißt, ich sollte hier sowieso sicher sein. Ja, das ist ein bisschen zu einfach. Solange das Telefon klingelt, hat man absolut keine Probleme. So, Chester noch. Das war die letzte Chester-Aktion wahrscheinlich für heute. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Alle hier. Da. Geht da hin. So. Down. Vierte Nacht im First Try. Return. Wir spielen jetzt Cindy. Okay. Und da ist Candy. Und irgendwie macht er nichts. Candy kommt in der nächsten Folge. Return wohin? Auf die Bühne? Blank liegt wieder, der macht nichts. So aus den Minigames werde ich noch nicht so schlau. Die Cutscenes in Teil 1 waren eigentlich eher gesagt interessanter. Man hat ein bisschen Story gesehen, aber hier... Ja, Return halt, ne? Return hierhin. Okay, hier ist irgendwas Rotes. Was ist das, Blut? Oder ein Luftballon? War das ein Luftballon? Kann ich jetzt schön blasen? Okay, ich gehe zurück zu Candy. Mal gucken, vielleicht belohnt er mich für den Luftballon. Ah, der hat seinen Schlips bekommen. Klar. Wieso nicht? Wenn man seinen Schlips verliert, sollte man den wieder haben. Bäm, fünfte Nacht, Leute. Die fünfte Nacht ist da. Und natürlich auch die sechste wahrscheinlich. Ich hoffe, es gibt eine sechste Nacht, die um einiges schwieriger ist als fünf. Oder die bisher. Hinterlasst einen Daumen hoch für 2 geschaffte Nächte, ohne zu sterben. Auch wenn ich leider keinen Jumpscare sehe, was schade ist. Aber vielleicht kriegen wir in der fünften Nacht eine. Müsst ihr natürlich reinschalten, wenn ihr das sehen wollt. Und klickt hier oben rechts auf das i, damit ihr weitere Five Nights at Candy's Videos sehen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.